The mic and make sure you sound right. Welch schöne Überraschung für Florian Silbereisen. Der Showmaster wurde mitten im großen Adventsfestsingen vom MDR überrascht. Als er gerade seine nächsten Gäste ankündigen wollte, stoppte Florian Silbereisen plötzlich. Was ihn dann erwartete, hatte er wohl nicht kommen sehen. Florian Silbereisen aufgeregt, bin sehr gespannt, wer gleich bei uns singen wird. Bereits Ende November präsentierte Florian Silbereisen das alljährliche Adventsfest an 100.000 Lichter im Ersten. Da man von besinnlicher Weihnachtsmusik aber noch nie genug bekommen kann und Schlagerstar Howard Carson will auch noch ein brandneues Album mit dem Titel Hätte ich mir das gewählt hat, legte der MDR am Freitagabend, 10. Dezember, direkt das große Adventsfest nach. Dort waren unter anderem Musiker wie Andy Borg, Lilo Ötzi, Ross Endemir und Eddie Felici zu Gast. Florian selbst sang nicht, sondern führte knapp 2 Stunden lang durch die MDR-Show. Doch als er gegen 21:30 Uhr auf seiner Moderationskarte blickte, hielt der 40-Jährige kurz inne. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer gleich bei uns singen wird. Florian Silbereisen, unerwartetes Wiedersehen ist erinnert an seine allererste MDR-Show. Wer dabei auf Florians Ex-Freundin Helene Fischer, der dieses Interview oder einen anderen Schlagerstar hoffte, täuschte sich. Denn auf der Bühne stand plötzlich der Rennsteigverein aus Sulz. Mit einem riesigen Lächeln begrüßte Silbereisen die Wandertruppe, die kurz darauf gemeinsam mit Howard Carpendale der erste Schnee trennte. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. Also den Rennsteigverein kenne ich natürlich. Meine erste Sendung hier im MDR lief mit Florian, Hut und Wandelstock und da haben wir uns schon einmal alle gesehen, erinnerte sich der Moderator mit einem reinen Lächeln im Gesicht. Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen die Feste der Volksmusik im Ersten. Und das große Adventsfestsingen war längst nicht seine letzte Sendung für dieses Jahr. Wie der Musiker am Ende der Show verkündete, wird er am 30. Dezember noch einmal auf der Bühne stehen. Denn dann werden die Schlager des Jahres 2021 geteilt. Helene Fischer, Ex-Freund Florian Silbereisen verrät, so kam es im ersten Kurs. Die Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen trauen im einzigen Traumfall bis heute nach. Wie alles zwischen ihnen angefangen hat, erfährst du hier.